Fünf Zeichen, an denen du erkennst, dass es deiner Katze nicht gut geht. Es kann oft sehr schwierig sein zu erkennen, wann es deiner Katze nicht gut geht, weil unsere Hauskatzen, die, wie man weiß, recht unabhängige Tiere sind, leider oft dazu tendieren, Krankheitssymptome zu verbergen. Außerdem verstecken sich Katzen häufig, wenn es ihnen nicht gut geht. Trotzdem, es gibt einige Zeichen, die dich warnen sollten, genauer hinzuschauen, da vielleicht eine Krankheit dahinter steckt. In dieser Folge werde ich dir fünf Zeichen verraten, die, wenn du sie beobachten solltest, klar dafür sprechen, dass es deiner Katze gar nicht gut geht. Aber zuerst, und falls du es noch nicht getan hast, lade ich dich ein, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und auf das Glöckchen zu klicken. Für dich ist das einfach, aber uns hilft es zu wachsen und viele Hunde- und Katzenbesitzer zu erreichen, denen wir durch unsere Videos helfen können, die Gesundheit ihrer Vierbeiner zu verbessern und zu stärken. Aber kommen wir wieder zu unserem Thema zurück. Du musst auf die folgenden fünf eindeutigen Zeichen achten, durch die erkennbar wird, dass deine Katze krank ist und auf jeden Fall ein Tierarztbesuch nötig ist, um zu verstehen, welche die wahre Ursache des Problems sein könnte. Als erstes musst du auf das Fell schauen. Sieht es ungepflegt aus oder im Gegenteil übermäßig gepflegt? Du musst wissen, dass der Fellzustand deines Stubentigers gesundheitliche Probleme anzeigen kann. Und zwar, wenn deine Katze ungepflegt aussieht, zu viel Fellpflege betreibt oder mehr Fell als sonst verliert. Wenn deine Katze zum Beispiel mit der Fellpflege aufhört, kann dies bedeuten, dass sie Schmerzen hat oder aus Krankheitsgründen einfach zu schwach oder zu müde dafür ist. In diesen Fällen erscheint das Haarkleid oft stumpf, ölig, glanzlos und sogar verknotet. Im Gegenteil ist es auch nicht in Ordnung, wenn die Katze exzessive Fellpflege betreibt und sich die ganze Zeit schleckt und reinigt. Flohbefall, Allergien, Infektionen der Haut, Störungen des Immunsystems, Stress. Gründe gibt es wirklich viele und in diesen Fällen ist es unerlässlich, die Katze dem Tierarzt zu präsentieren. Idealerweise einem Dermatologen, um herauszufinden, welches Problem an der Basis dieses Verhaltens stehen kann und um die bestehenden Probleme in den Griff zu bekommen, bevor diese ernsthaft werden. Auch ein übermäßiger Haarverlust kann Krankheit bedeuten. Wenn zum Beispiel eine Katze mehr als 9 Jahre alt ist und die Katzenhaare sehr leicht abgehen, könnte an der Basis dieses Symptoms eine Schilddrüsenüberfunktion liegen. Eine schwerwiegende Krankheit aufgrund eines Überschusses an Schilddrüsenhormonen. Das zweite Zeichen dafür, dass deine Katze ernsthaft krank sein könnte, ist eine Gewichtszunahme oder ein Gewichtsverlust, vor allem wenn dies plötzlich geschieht. Im Falle einer Gewichtsabnahme könnte dir ein Appetitverlust auffallen. Eine simple Erklärung für dieses Symptom könnten zum Beispiel Bauchschmerzen sein oder aber könnten auch schwerwiegende Krankheiten dahinter stecken, wie zum Beispiel ein Nierenversagen oder Krebs. Bei der Schilddrüsenüberfunktion hingegen nimmt die Katze trotz großem Appetit stetig ab. Im Falle einer Gewichtszunahme oder wenn du merkst, dass der Bauch deiner Katze runder erscheint, kann es sich eher um eine Blähung des Abdomens aus verschiedenen Gründen handeln, als um eine Gewichtszunahme selbst. Einige andere Ursachen für eine Gewichtszunahme können sein Schwangerschaft, Tumore, Parasitenbefall des Darmtraktes oder einfach Adipositas. Ja genau, Adipositas oder Fettleibigkeit ist eine Krankheit. Fett ist nicht schön, es macht krank. Höheres Risiko für die Diabetes, Infektionen, Tumoren, Arthrose. Als drittes solltest du dir die Augen deines Tieres anschauen. Eine gesunde Katze sollte klare und glänzende Augen sowie Pupillen gleicher Größe haben. Im Gegenteil dazu sind eine trübe Hornhaut oder Pupillen ungleicher Größe Anzeichen von Krankheit. Auch ein übermäßiger Tränenfluss kann Probleme anzeigen, wie zum Beispiel eine Infektion oder Parasitenbefall. Das vierte Anzeichen für ein gesundheitliches Problem ist sicherlich der Mundgeruch. Ich habe in der Folge Nummer 6 davon gesprochen, wie ich das Leben einer Katze durch Zähneputzen verlängern kann, wie wichtig Mundhygiene bei deiner Katze ist. Wenn du hingegen Mundgeruch bemerkst, dann kann dies wirklich bedeuten, dass etwas nicht in Ordnung ist. Neben den Zahnfleischentzündungen, Zahnsteinen etc., die unbehandelt zu Herzproblemen und Infektionen führen könnten, kann ein Mundgeruch sehr gut auch ein Nierenversagen bedeuten. Warum dieses wichtige Anzeichen ignorieren? Bring dein Tier lieber schnell zum Tierarzt, der die Ursache für den Mundgeruch herausfinden und eventuell durch eine Zahnsteinentfernung und korrekte Mundhygiene beheben kann. Das fünfte und letzte Zeichen, das dir bei deiner Katze auffallen könnte, ist eine Verhaltensänderung oder eine Veränderung in ihrem Tagesablauf. Ist deine Katze normalerweise freundlich und anschmiegsam und auf einmal schüchtern oder schreckhaft? Oder ist deine sonst so energetische und glückliche Katze auf einmal mürrisch, müde und empfindlich? Achte auf die Verhaltensänderungen deiner Katze, da diese ein Unwohlsein oder eine Krankheit anzeigen können. Noch eine Sache, die du beachten solltest, ist das korrekte Benutzen der Katzentoilette. Katzen, die auf einmal aufhören, die Katzentoilette zu benutzen, öfters urinieren und Schmerzen beim Urinieren, zum Beispiel durch Miauen zeigen, könnten eine Infektion der Harnwege haben. Auch dieses Thema haben wir im Video Nummer 26 behandelt.
Ich hinterlasse dir den Link in der Beschreibung, falls du es verpasst haben solltest. Ich rate dir nämlich wirklich, es anzuschauen. Es enthält wichtige Infos für alle Besitzer eines Katers. Zum Schluss also gesagt, falls du eines dieser Zeichen bei deiner Katze bemerken solltest, warte nicht. Bring deine Katze zum Tierarzt. Wenn du gleich reagierst, kannst du das Problem möglicherweise schnell lösen und so vermeiden, exorbitante Beträge beim Tierarzt auszugeben. Auf alle Fälle aber möchte ich dir raten, um dir unruhige Nächte zu ersparen, an eine Gesundheitsversicherung für dein Haustier zu denken. Denn wenn die Probleme einmal doch größer sind als gedacht, kannst du auf eine umfangreiche Rückzahlung zählen und musst nicht bei der Gesundheit deiner Katze sparen, sodass alle Behandlungsmaßnahmen durchgeführt werden können, die nötig sind, damit es deiner Katze besser geht. Wir sehen uns bei den nächsten Folgen. Falls du Fragen hast, melde dich bei der Nummer 0473 200 211 oder schick uns eine Mail an info@merantinvet.it. Wir freuen uns, dir behilflich sein zu können. Vierti!